erhalten zwei Museumseisenbahnen in Niederösterreich, die Ixtalbahn, Bergstrecke und die Hölltalbahn. An der Stelle, wenn man es da so gut noch versteht, die Hölltalbahn ist als damals hochmoderne, elektrifizierte Lokalbahn gebaut worden, um die Menschen von der Südbahn zur Raxheilbahn zu bringen. Die Strecke ging hier noch 1,2 Kilometer weiter, wirklich bis zur Talstation der Raxheilbahn. Die erste Seilbahn Österreichs, die Raxheilbahn, müssen Sie sich vorstellen, die erste, heute geht auf jeden Berg irgendwas rauf, wurde eröffnet und man wusste, man wird dem Besucheransturm nicht Herr werden und hat daher im Tal Bemühungen unternommen, eine bestehende Materialbahn zu einer modernen Lokalbahn auszubauen. Wir pachten so einen symbolischen Euro pro Jahr. Das klingt sehr preiswert, allerdings da stehen ein paar Dinge drin, die viel Arbeit machen, nämlich wir müssen die Strecke auch erhalten. Und vier gleiche Beiwagen. Das ist wichtig, was ich jetzt sage. Die Beiwagen schauen genau aus wie der Triebwagen. Da fehlen nur die Fahrmotoren und die Fahrschalter. Ist aber im Prinzip das gleiche Fahrzeug. Unter dem Titel Belebung des Tourismus auf Basis eines bestehenden Beiwagens. Triebwagen hat es ja keinen mehr geben. Den Triebwagen wiedererrichten. Und er präsentiert sich heute im Wesentlichen wie bei der Erstauslieferung. Wir haben sogar bei der elektrischen Schaltung ein paar Sachen verbessert. Weil elektrisch bremst hat er, wie überliefert, ist nie gescheit. Das tut er jetzt auch gut. Das ist ein Originalbeiwagen, so wie man im Wesentlichen zurückkriegt haben von der Zillertalbahn, nur außen wieder in die Originalfarben zurückversetzt.